UEFA-Präsident Seferin hat unterstrichen, dass wirtschaftliche Faktoren bei der Entscheidungsfindung für die EM-Vergabe eine bedeutende Rolle spielen. UEFA-Präsident Alexander Seferin hat kurz vor der Vergabe der EM 2024 nach Deutschland oder in die Türkei die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors bekräftigt. Für die Entwicklung des Fußballs und für die UEFA ist es sehr wichtig, so viel wie möglich mit dem Turnier zu verdienen, um das Geld dann an alle Verbände in Europa zu verteilen, sagte Seferin in der ZDF-Sportreportage. Dafür ist die wirtschaftliche Situation absolut entscheidend. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DRZN. Jetzt gratis Monat sichern. Die Entscheidung trifft das Exekutivkomitee der Europäischen Fußballunion UEFA am kommenden Donnerstag in Lyon. In dem am Freitag veröffentlichten UEFA-Evaluierungsbericht kommt die Bewerbung des Deutschen Fußballbundes DFB besser weg als die des türkischen Verbandes TFF. Allerdings müsste die UEFA in der Türkei weder Steuern noch Mieten bezahlen. Seferin will politische Situation in der Türkei im Auge haben. Wir haben natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Mitbewerber aus der Türkei so ziemlich alles garantieren, was nicht nied- und nagelfest ist, sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Die Kollegen aus der UEFA-Exekutive wissen aber ganz genau, was wir Deutsche leisten können. Insbesondere, wenn wir sagen, das kostet einen Euro und dafür bekommt ihr einen Euro, dass das auch noch 2024 gilt. Seferin vermied es, über die politische Situation zu sprechen, die die Wahl zusätzlich beeinflussen könnte. Das Einzige, was ich dazu sage, ist, dass wir das natürlich im Auge haben und die Bewerbung ganz genau überprüfen, sagte der Slowene. Das Exekutivkomitee wird die Wahl treffen. Punkt. Ich vertraue meinen Kollegen, sie werden korrekt und transparent entscheiden. Mehr zur EM 2024.